Hallo zusammen. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie startet eine Kooperation mit der Hochschule Geisenheim. Um was es da genau geht, das erfahren wir gleich. Wir machen zum ersten Mal eine institutionelle Kooperation, indem wir hier nicht ein Projekt fördern, sondern eine Forschungsplattform, hier diese Face-Ringe. Und zwar nicht nur für ein paar Jahre, sondern gleich für 10 Jahre wird hier diese Forschungsplattform gefördert. Für uns ist das wichtig, weil das ist für uns eine Zeitmaschine, mit der wir den CO2-Gehalt der Zukunft einstellen können und damit auch herausbekommen können, was denn in der Zukunft dieser erhöhte CO2-Gehalt auf die Reben, auf das Gemüse für Auswirkungen hat.